Also das Vignetten aufkleben könnte ich nochmal üben. Egal, mache ich danach eh wieder ab, denn ihr seht es, wir haben einen leeren Anhänger dran. Mal wieder, ja, es geht Schlag auf Schlag, wir kaufen das nächste Auto. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Also ich garantiere euch, es war definitiv nicht mein Plan, so schnell ein weiteres Auto zu kaufen. Man könnte sagen, ey Marvin, du hast ein Problem, du kaufst so viele Autos. Aber ich glaube, ihr seid mein Problem. Denn ihr schickt mir doch immer diese unverschämt guten Angebote per DM auf Instagram. Wie soll ich Ihnen da auch Nein sagen? Aber jetzt nutzen wir diesen Tunnel mal hier, um bei den Fakten zu bleiben. Ich habe einen Faker 32. Den wollen wir zurzeit komplett umbauen. Dafür haben wir ein Schlachtfahrzeug gekauft, ebenfalls ein Golf 4. Wir nannten ihn liebevoll Golf 4.5. Aus diesem Wagen haben wir den VR5 Motor ausgebaut und in meinen Faker 32 eingebaut. Ein paar Kleinteile sowie die Innenausstattung sind ebenfalls noch mitgekommen. Das Motto meines Faker 32 Projekts war und ist nach wie vor Low Budget. Deswegen habe ich natürlich nach preiswerten Teilen gesucht, idealerweise sogar gebrauchte Teile in einem guten Zustand zum fairen Preis, die wir hier verbauen können. Natürlich suche ich solche Teile meistens dann bei eBay Kleinanzeigen, habe das aber auch auf Instagram gepostet und mir wurde ein kompletter Wagen angeboten, der Teile hat, die ich brauche. So, Tunnel zu Ende. Ich möchte nicht zu viel erzählen, außerdem möchte ich eigentlich diese geile Landschaft hier genießen. Deswegen noch einmal eine kurze Info zum Schluss, bevor wir den Wagen jetzt aufladen und ich euch zeige. Der Wagen ist so günstig, dass egal wie ich die Teile, die dort verbaut sind, die ich eh gebraucht hätte, gekauft hätte, ich auf jeden Fall mehr gezahlt hätte, wie wenn ich jetzt einfach den ganzen Wagen kaufe. Ich habe einen Anhänger, ich habe ein Trailerfahrzeug, das Ding ist 1,5 Stunden weg von daheim. Es lohnt sich in jeder Hinsicht. Ich hoffe natürlich, dass der Wagen und die Teile so sind wie beschrieben, aber das finden wir jetzt gleich zusammen raus. Wir sind in einer halben Stunde da und dann sehen wir mehr. Klasse! Ernsthaft? Mal neuer. Ja, ihr seht richtig, das ist der dritte Golf 4 innerhalb weniger Monate, der in meinem Besitz gelandet ist. Dieses Mal ein wunderschönes blaues Exemplar, 5 Türer und mit ein paar Besonderheiten, die mich auch dann zum Kauf bewegt haben. Das Wichtigste natürlich zuerst. Oh yeah! Freunde, los live. Der aufmerksame Zuschauer weiß, dass das Motto von unserem Faker 32 Projekt Low Budget sein soll. Low Budget bedeutet für mich jedoch nicht, dass man auf Spielereien wie ein Airride-System oder schicke Felgen verzichten sollte. Vielmehr geht es doch darum, möglichst günstig, idealerweise sogar gebraucht, an super coole Teile zu kommen. Als ich nach mehreren Tagen intensiver Suche auf diversen Gebrauchteilen-Plattformen immer noch nicht fündig geworden war, kam plötzlich, wie soll es auch anders sein, eine Nachricht auf Instagram von einem Abonnenten rein, der einen kompletten Unfallwagen verkaufen möchte, der das ein oder andere Teil hat, welches ich unbedingt brauche und zu einem so fairen Preis, dass ich mal wieder nicht Nein sagen konnte. Das essentiellst verbaute Teil, welches ich benötige bei diesem Wagen, ist unschwer zu erkennen, natürlich das Luftfahrwerk. Aber jetzt erstmal eins nach dem anderen. Ich denke, ich erzähle euch erstmal ein paar Fakten zu meiner neuesten Errungenschaft. Wir haben hier einen Golf 4 als 5-Türer-Variante in Blau mit, und jetzt kommt's, festhalten Leute, einem V5-Motor. Ja, ich weiß, das wäre der perfekte Schlachter gewesen von vornherein, denn er hat das Luftfahrwerk, er hat den Motor, den wir wollen. Ich hätte mir quasi den Golf 4.5, das hässliche Endline, total sparen können, denkt ihr jetzt. Ist aber nicht ganz der Fall, zumindest nicht zu 100%. Ich meine, man sieht sogar, wie unrund dieser Motor hier im Stand läuft. Mir wurde vom Vorbesitzer auch mitgeteilt, dass der Motor generell Probleme macht. Also das ist auf keinen Fall ein, wir dichten ihn ein bisschen ab und hauen ihn in den Faker 32 Projekt. Deswegen bin ich ganz froh, dass wir beim Golf 4.5 einen Motor hatten, der gut lief, der bis zum Schluss auch gut lief, ne? Weil nicht, dass wir den jetzt neu abdichten, hier reinbauen und dann gibt es irgendeinen größeren Schaden. Hier müsste man wirklich mal in den Motor gucken, die ganzen Verschleißteile angucken, die Zündung, die Einspritzung, das alles wirklich mal überprüfen. Und diese ganze Arbeit haben wir uns erspart und der Wagen war immer noch so günstig,
günstig, dass selbst ohne den Motor sich der Kauf nur fürs Fahrwerk gelohnt hätte. Mari kommt später auch noch vorbei. Er will sich diesen Wagen hier samt Motor anschauen, denn er hat wohl einen Kumpel, der auch einen V5-Motorumbau vorhat. Vielleicht ist das ja was für ihn. Müsste sich natürlich erstmal ganz transparent hier den Schaden begutachten, sich überlegen, ob er sich das antun will. Aber falls ja, dann wäre der auch schon wieder in guten Händen und hätte eine Verwendung gefunden. Neben diesem V5-Motor hat dieser Wagen eine kaputte Tür und irgendwie ziemlich coole Sparco-Sportsitze verbaut. Ja, auch ein bisschen ranzig und wir haben ja eigentlich die originale Recaro-Ausstattung aus dem ersten Schlachter, die wir für unseren Fake R32 wollen, aber ich denke, es ist nie verkehrt, ein paar Optionen zu haben. Haben ist nämlich immer besser als brauchen, meine Freunde, und wir haben aktuell 2 Sparco-Sitze. Dann geht's weiter hier im Innenraum. Hier das besagte Luftfahrwerk. Wir haben einmal hier einen Schalter, um das ganze Fahrwerk zu aktivieren. Dann haben wir hier nochmal einen Schalter für den Kompressor, der jetzt eigentlich anspringen sollte. So, so ist er an. Jetzt läuft unser Kompressor da hinten. Wir schauen uns gleich den Airride-Ausbau natürlich auch nochmal an, aber erstmal hier Kompressor aus, weil Batterie ist auch nicht mehr so frisch. Und ja, wir haben Druckknöpfe verbaut. Das heißt, wir können unser Fahrwerk hier an der Vorderachse hochfahren oder hier dann an der Hinterachse. Also richtig oldschool, so wie man es halt kennt, wenn man keine Pumpwerksteuerung oder ähnliches verbaut hat. Funktionieren tut das alles echt recht gut. Also ich habe das alles gut getestet. Ist ja essentiell, weil dafür habe ich ja den Wagen hauptsächlich gekauft. Es ist auch alles dicht und soweit ich das beurteilen konnte, hat das Fahrwerk vom Unfall keinen Schaden genommen. Denn ja, das Thema Unfall gehen wir jetzt auch an. Dieser Wagen wurde als Unfallwagen sehr günstig verkauft. Denn ich denke, reparabel, so rein wirtschaftlich ist es nicht. Aber überzeugt euch selbst. Ja, man muss kein Hellseher sein, um zu erraten, was hier passiert ist. Ein Heckschaden vom Feinsten. Das heißt, wir haben hier einmal komplett alles eingedrückt bis hoch zum Dach. Hier wurde schon ein bisschen versucht, wieder auszudellen. Aber ja, das ist alles sehr wellig. Ich glaube, der wurde komplett hier zusammengestaucht. Kofferraumklappe und Heckschürze ist nicht mehr dabei. Ich kann euch mal ein Foto einblenden, als das noch montiert war. Das wurde mir vom Vorbesitzer geschickt. Da sieht man ganz gut, dass ein Knick hinten drin ist. Und das ist folgendermaßen passiert. Und jetzt schneid euch an. Die Story ist einfach zu gut. Der vorherige Besitzer dieses Wagens hat diesen wunderschönen Airride Golf 4 V5 Wagen an einen Kumpel ausgeliehen. Der ist zum Feiern gefahren. Beim Feiern wurden wohl doch ein paar Drinks zu viel getrunken und der Herr war natürlich vernünftig und ist nicht mehr heimgefahren. Never drink and drive, meine Freunde. Und hat sich dann dazu entschieden, in diesem Auto zu nächtigen, auszunüchtern. Problem ist, Handbremse war nicht angezogen und irgendwie hat der Kollege es im Schlaf geschafft, den Gang rauszukicken. Der Wagen ist losgerollt, eine Böschung gefühlt 10 Meter runter gedonnert, bis er dann final gegen einen Baum zum Stehen gekommen ist. Laut Aussagen des Vorbesitzers ist besagter Kollege einfach im Wagen geblieben und hat weitergeschlafen. Es hat ihn einfach nicht gejuckt, bis am nächsten Tag die Feuerwehr kam, um diesen Wagen rauszuziehen. Die ganze Airride-Steuerung, die hier unten verbaut ist, habe ich natürlich schon kontrolliert. Hat tatsächlich keinen Schaden genommen. Kompressor und Tank sind auch noch brauchbar. Das heißt, theoretisch ist das komplette Airride-System noch verwendbar. Er fährt wie scheiße, weil ich glaube, dass die Spur sich ein bisschen durch den Unfall auch verstellt hat. Ihr seht hier zum Beispiel, das Rad steht relativ schief. Auf dieser Seite steht es gerade. Hinten haben wir einen fetten Platten. Können wir ganz kurz auch über diese super nicen Rims reden. Nichtsdestotrotz, Fahrwerk ist soweit ganz geblieben. Ich habe mir das auf dem Anhänger anschauen können. Ist nichts gebrochen, nichts verbogen. Also toi toi toi, dann war das wirklich ein guter Deal für mich. Ich weiß generell nicht, was mit dem Wagen sonst noch passiert ist, weil solche Sachen hier kommen, glaube ich, nicht von einem Unfall. Also das ist alles, oh shit, komplett locker. Drüben sieht es nicht anders aus. Auch hier, ich weiß ja nicht, ob das so sein muss. Auch die Montage dieser Sparco-Sitze ist mehr als einfallsreich gestaltet worden. Ja, die Bühne ist leider immer noch belegt und deswegen machen wir uns mal so ganz kurz einen Eindruck vom Unterboden. Ich habe noch nicht wirklich drunter gucken können, außer einmal auf dem Anhänger. Aber so auf den ersten Blick. Gut, Rost würde uns eh nicht interessieren, aber das sieht gar nicht so schlimm aus hier. Wir haben Mittelschalldämpfer ist noch dran. Wir haben eine fette Endschalldämpfertröte, wie ihr vielleicht vorher schon gesehen habt. Und der Cut, ja, der ist auch noch drin. Das ist Geld, meine Freunde. Bares Geld. Vielleicht kann ich euch auch noch mal ganz kurz einen Blick aufs Fahrwerk geben. Ja, das sieht man hier jetzt ganz gut. Schaut mal hier rein. Hier haben wir unseren Luftdämpfer. Der Luftbalk sieht sehr gut aus. Überhaupt nicht rissig. Das ist ein Gas-Airride-System. Selbe Marke wie in meinem Audi. Deswegen weiß ich, dass die Dinger auch gerne mal porös und rissig werden, denn das ist bei meinem Audi der Fall. Wäre das kein Choker, müsste ich dem wohl irgendwann mal neue Bälge gönnen. Bei dem Wagen, der soll ja auf die Straße, soll auch alles eingetragen werden. Und da ist das ziemlich gut, dass der Zustand eigentlich so ist, wie er ist. Wo wir gerade hier unten sind, ne? Guckt euch das mal an. Bremsscheiben sehen wirklich noch gut aus. Und da sind wir beim Thema Low-Bike.
Budget. Schaut euch mal das an. Das ist die Bremsanlage vom Golf 4.5. Die hätte ich auf jeden Fall eh erneuern müssen. Und ich sag euch, wie es ist. Da kommt diese Bremse drauf. Ja. Yeah, yeah. It's heavy. Famous love. Yeah, I gotta keep it trendy on my soul. I'm the most selfish person that I know. Here we go, down the rabbit hole. Got a couple carrots around my neck. Self-respect, when you out of line, you put yourself in check. They don't hear me, they don't hear me though. Cycles going round and round and round like the merry-go. Stand for truth or fall for any old scenario. That's why I keep my circle smaller than a Cheerio. Cause this the company you kick. Stay woke, please don't get caught slick. End up sowing what you reap. Know your worth and don't sell cheap. The ghost is inside of me, can't take it out of me. No matter where I've been, it's about where I'm meant to be. Ja, Freunde, was soll ich sagen? Schreibt mal gerne eure Meinung in die Kommentare zu meiner neuesten Errungenschaft, unserem dritten Golf 4 hier innerhalb kürzester Zeit auf dem Channel. Wir werden natürlich jetzt direkt erstmal anfangen, unseren Faker 32 Motor zum Laufen zu kriegen. Mache ich schon auf dem Weg hierher. Das wird dann direkt das nächste Video für euch. Ich wollte euch einfach nur kurz diesen Wagen hier im Montagsblock vorstellen, dass ihr euch jetzt nicht am Donnerstag wundert, warum steht hier ein fucking Airride Golf 4 in der Halle. Jetzt wisst ihr Bescheid. Ich hoffe, der Motor läuft, weil dann rupfen wir hier alles raus, was wir brauchen und schmeißen das in den Faker 32. Apropos Faker 32, viele Leute sagen, ich soll ihn doch einfach R23 nennen. Ich bin der Meinung, man nennt ein Kind nicht einfach um, ja? Das Ding heißt schon immer so und es wird auch immer so heißen. Faker 32 bis zum Ende. Ich hoffe, ihr bleibt dabei. Jetzt erstmal danke, dass ihr heute dabei wart. Macht es gut bis zum nächsten Video und ciao.